Hi Leute, da bin ich wieder, euer TJ. Ah ja, im letzten Video haben wir uns als Peter, seine Tante May im Fis besucht. Und es war eine kleine Überraschungsparty von Martin Lee. Den habe ich noch nie gesehen, aber die Geschichte wird noch fortsetzen. Also viel Spaß beim Schauen, Leute. Okay. Oh. Ah. Wenn ich schon da unterwegs bin. Da ist noch eine Mission. Mach mir ein paar Bilder mal. Das geht schon, ja. Jo. Anzug, das ist so. Ja. Naja, als weißer Spider-Man ist irgendwie. Wie? Ja. Oh, tolles Foto. Ja, genau, tolles Foto. Ist ja gleich da in der Nähe. Aber wo? Ach. Das Ding hier. Sehr schön. Okay. Peter, du warst bei der Party plötzlich weg. Ja, ich musste noch ins Labor. Tut mir leid. Schon gut. Ich wollte dir nur sagen, wie viel mir deine Worte bedeutet haben. Ich frage mich immer, womit ich dich verdient habe. Frag dich das nicht. Nach dem Tod meiner Eltern und von Onkel Ben, ohne dich wäre ich so oft aufgeschmissen gewesen. Das beruht auf Gegenseitigkeit, Peter. Ich wollte nur, dass du das weißt. May, ich weiß nicht, was... Oh, ich glaube, Mr. Lee braucht mich. Ich muss los. Bis bald, Schatz. Hab dich lieb. Ich dich auch. Oh, wie süß. Ja, Tante May ist die Gute. Eine sehr gute Seele. Ah! Oh. Oh. Captain Watanabe hat mir ihre Handynummer gegeben, als sie mir endlich vertraut hat. Sie riskiert viel. Wenn bekannt wird, dass sie mir hilft, verliert sie ihren Job. Also, sie heißt richtig Yuriko Watanabe. Okay. Und der nächste. Komm, mach ich auch gleich das hier. Ah, doch nicht da. Na hoch. Brauchen Verstärkung für Verfolgungsjagd. Haben eine Meldung auf Clinton. Over. Wieder. Das nennt man eine Highspeed-Verfolgungsjagd. Den Eigentümer gefesselt, den Wagen gestohlen. Naja, das schon. Aber sonst sind wir echt sauber. Immerhin kein Handy am Steuer. Endstation. Das ist wirklich... Kein Schaden bitte, ja? Oh, komm. Verstärkung. Das nennt man wohl organisiertes Verbrechen. Heul ach, nicht, wenn ich ach, dir die Knochen ach, breche. Ach. Ey. Au, gleich zwei dicke. Ihr mich auch, ihr Blödmänner. Ich war schon halb tot. Ah,
Ach komm. Ja, so gut bin ich ja beim Kämpfen auch nicht mit dem 2D hier. Er ist auch ein bisschen anstrengender Kerle. Als Vulture meine Augenlinse zerbrochen hat, war ich fast blind. Das war ein Alarmsignal. Hab auf ein härteres Material aufgerüstet. Na, sei froh. Sei froh, dass du nicht blind bist. Das ist mir ein bisschen zu nah. Dahin. Und Square Station. Schön gemacht, wenn ich das sagen darf. Und gleich den Rucksack hier holen. Unten. Der Störsender, um Vultures Flügel lahmzulegen. Er hat sie danach leider optimiert. Aha. Und gleich darüber. An? Oder wie? Echt jetzt, Peter? 10-10 gemeldet. Drogenhandel. Brauchen Einheit vor Ort. Der nächste Officer bitte nach Rosevale. Hm? Ach, da unten. Ah. Die Ampulle mit Lizards Blut. Damit mixte ich ein Heilmittel, das ihn in Dr. Connors zurückverwandelte. Leider hat es nicht lang gewirkt. Aha. Ja, Dr. Connors. Das war der eine Eidechsenmann. Er kommt in, in Amazing Spider-Man vor. In der ersten Spider-Man Amazing. Toll! Hatte ganz vergessen, wie viel Spaß das macht. Ja, echt? Da hoch? Nee. Also wirklich da oben? Echt jetzt? Ich fing mir eine Kugel von den Cops ein, als sie dachten, ich mache mit Elektro gemeinsame Sache. Gut, dass Schulbücher so dick sind, aber schade, dass sie so viel kosten. Oh Mann. Ja, Rucksäcke sind teuer. Ja, genau. Alle Einheiten, ein Zeuge meldet gerade eine Entführung. Haben einen Vorfall bei Longacre. Over. Ja, genau, Daily Bugle. Der Daily Bugle. Eine tolle Zeitung. Besonders seit Jameson im Ruhestand ist. Ja, sei froh. Naja, im Ruhestand ist er nicht so wirklich, wenn der eben noch
im Radio arbeitet. Spider-Man gehe es uns besser. Mal sehen, ob ich Sie aufklären kann. Sie sind live mit J. Jonah Jameson. Ich wollte nur sagen, dass Manhattan noch nie so sicher und friedlich war. Vergleichen Sie das mal mit der Zeit, zu der Spider-Man erstmals auftauchte. Okay, gut, werde ich. Damals leisteten Polizei und Feuerwehr grandiose Arbeit. Klar, es gab Verbrechen, aber damit wurden sie fertig. Natürlich haben wir heute andere Dinge als damals. Irre, denen Blitze aus den Augen kommen, wandelnde Sandhaufen, Schurken, die aus Bienen bestehen. Hat Spider-Man die nicht alle eingebuchtet? Darum geht es doch nicht. Bevor er ankam, gab es die gar nicht. Bestenfalls zieht er sie an. Aber oft frage ich mich, ob die nicht miteinander paktieren. Wow, ich habe noch nie jemanden paktieren sagen hören. Schauen Sie, ich meine nur, dass ich mir ungern vorstellen würde, was diese Typen tun würden, wenn es Spider-Man nicht gäbe. Arme Verblendete. Wiederhören. Schlagring. Fisk hat mich damit ordentlich verprügelt. Ich hätte sie fast als Beweismittel benutzt. Aber MJ meinte, das sei Hausfriedensbruch und ich würde im Knast landen. Typisches Parker-Glück. Oh. Ja, Fisk mit seinen Schlagring. Ich habe das irgendwo im Comic gelesen, dass er es benutzt hat, aber ich weiß nicht mehr welche. Ist auch schon lange her. Oh, Shakespeare. Sieht doch wie Phantom der Oper. Sehr schön. Library. Ja, eine nach dem anderen. Gutes Foto. Finish. Was da oben? Echt jetzt? So, dieses Gebäude. Ah, da muss ich so von irgendwo. Wir brauchen ein besseres Bild. Wunderbar. Ja, ich will auch mal alles, mal diesen Video auch mal Wahrzeichen nehmen und ein paar Rucksäcke. Schön gemacht, wenn ich das sagen darf. Unten.
Hey Jungs. Is that right? Anybody on probation? Anybody on parole? We can't go. No, we gotta go around. My own business walking down the street. Yeah, no, sorry. Walking down the street, all right. Where you from? Uptown. No IDs on you? Any of you? No, officer. We don't have anything on us. Oh. Echt lustig, ja? Ah, da kommen schon zwei, die. Oh, komm. Ich hätte fast diese Schneekugel für Tante May vergessen. Die Liebe zu der Stadt habe ich von ihr. Ja. '32 schon. Hey, lass das! Entschuldigung! Ah, da unten? Warte mal. Was für ein Schreck! Sorry, Leute! Spinnenkrise! Ich muss durch! Lass dich nicht stören! König T'Challa für seine Kräfte von einem radioaktiven Panther gebissen wurde? Der Typ ist hart, aber das würde wohl doch wehtun. Ja, ja, Black Panther. Okay. Ja, ich habe eine Menge zu holen noch. Gut. Langsam schreiten wir voran. Aber erstmal hier oben. Ah, der Rucksack. Naja. Spider-Man, hey! Das letzte Baseballspiel, bei dem ich mit Onkel Ben war. Das will ich rahmen lassen. Ich wäre für seinen Rat jetzt wirklich dankbar. Basketball Touches, New York. Okay, Los Angeles. $75. Ganz schön happig für den Preis. Entschuldigung. Okay. Das behalte ich. Queens Broad Bridge. Gut. Nee, warte mal. Dahin. Ich sollte den stillen Alarm beim Auktionshaus überprüfen. Ja, jetzt noch nicht wieder. Später, okay. Die Bewerbung bei Coffee Bean habe ich nie fertig gemacht. Da hätte ich mehr verdient als jetzt. Ebert State University. Need the money. What lot of people kill? What? Kill me? I'm friendly? Naja.
nee, da unten. Ach, da unten. Oh, wow. Ah. Sehr schön. Das brauche ich, Leute. Einfach ein paar Fotos. Meisterwerk! Als ob es das Meisterwerk ist. Gemacht, wenn ich das sagen darf. Wir sind alle hier in der Nähe. Wunderschön. Und darüber. Seine Rucksäcke sind immer an Orten, wo das alles hoch sind. Meine Abschlussarbeit in Neurotechnologie. Deswegen habe ich den Job bei Dr. Octavius bekommen. Mhm. Streber. Was für ein Streber. Das sind doch so weit. Nee. Ach da. Ja. Die Seele von Fantastisch! Amazing Spider-Man 2. Da wurde gegen Electro gekickt. Was? Was war das schon wieder? Ja, da wurde er gegen Elektro gekämpft. Bewaffneter Raubüberfall gemeldet. Brauchen Einheit am Tatort. Haben einen Vorfall bei Longacre. Over. Gutes Foto. Das Kitchen. Hm.
eine vermisste Person gemeldet. Alle Officer bei Hell's Decks bitte bestätigen. Ich stelle den Hörer auf gedämpfte Stimmen ein. Nein. Jetzt nicht. Oh. Wo ist der Rucksack? Wo ist doch wo hier sein? Drogendeal gemeldet. Officer in Portside benötigt. Over. Ah, bin ich jetzt blöd? Blöd. Bewaffneter Raubüberfall gemeldet. Brauchen Einheit am Tatort. Bitte nach Hell's Decks. Over. Hallo? Wo ist der Rucksack hier? Ach da. Oh. Dieses alte Handy habe ich echt ausgeschlachtet. Was könnte ich alles mit einem richtigen Budget erreichen? Stattdessen suche ich im Müll. Oh Mann, das ist der alte Nokia. Alter Schwede. Der Artikel, der Spider-Man die Schuld dafür gibt, dass Electro ausgetötet hat, das war der Gipfel. Ich musste als Fotograf aufhören, sonst hätte ich Jameson geholfen, Lügen über mich zu drucken. Mhm. Spider-Man Killer. Ist er aber nicht. War auch noch nie. Genau in der Mitte. Oh. Das Stück von Schockers Originaluniform zeigte mir, wie ich mich vor den Druckwellen schützen konnte. Natürlich hat er es dann geändert. Mhm. Tower. Die sollten sich einen neuen Namen überlegen. Genau.
abgeschlossen. Ah ja. Bin unterwegs. Wärmesignatur in der Ja, jetzt doch nicht. Ich sollte den stillen Alarm beim Auktionshaus überprüfen. Noch nicht. Peter, bitte. Möglicher Drogendeal. Nächste Einheit zum Tatort. Vorsicht. Brauchen Verstärkung in Portside. Bitte bestätigen. Nachdem ich meine Kräfte hatte, brauchte ich keine Brille mehr. Hab allen gesagt, ich hätte mit dem Geld von Fisks Preis meine Augen lasern lassen. Na dann. Weiß? Nee. Stufe 8 schon. Natürlich bin ich da unten. Oh, sonst. Dreh dich um. MJ hat diesen Artikel in der Schülerzeitung über Studentenproteste geschrieben. Sie war schon damals eine tolle Journalistin. Ja, das war sie auch. Das behalte ich. Ah ja, gab's schon fast alle, oder? Ja, fast die Hälfte sogar. Aber das... Was ich mag, mache ich ja noch. Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Den Wrestler habe ich mit meinen neuen Kräften besiegt. Ich hatte noch nie so viel Geld in meinem Leben. Und seitdem auch nicht. Ja. Crusher Hoken. Crusher! Zwei schon, okay. Nein. Nehme ich doch. Dann ist wieder Hochzeit hier. Mehr Luft, ich brauche nicht so wenig unbedingt. Aber das nehme ich auf jeden Fall.
Ich habe Fisks Festnahme im Fernsehen gesehen, wie du durch das Fenster gesprungen bist. Wow, einfach wow. Was ist los? Siehst gut aus. Meisterwerk! Naja, ob das das Meisterwerk ist. Hey Stevie! Das an! Neues Profilbild! Ah, stimmt ja. Hey, meine erste Kamera. Ich hatte sie vom Flohmarkt. Sie braucht noch Filme. Hm. Ich habe schon fast alle, aber ja. Gut, dann gehen wir doch mal hier hin. Im nächsten Video aber, Leute. Gesagt. Ich nehme besser den Hintereingang. Okay, Leute, ich mache hier mal Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mit dem Bildern zu schießen und Wahrzeichen Rucksäcke zu finden. Ja, das war's mal in diesem Video und wir sehen uns gleich wieder nachher. Ciao, ciao, Leute, bis dann. Und ich danke euch fürs Zusehen.